Heftige Unwetter, darüber ist in diesem Sommer in Österreich ja oft zu berichten. Aktuell hat es gestern den Süden Österreichs mit voller Wucht getroffen. Die Steiermark wird von schweren Hagelgewittern heimgesucht, Bäche treten über die Ufer, Keller werden überflutet. Noch schlimmer erwischt es weite Teile Kärntens. Hier richten Murenabgänge nach massiven Niederschlägen enorme Schäden an. Die Gemeinde Afritz im Kärntner Gegental gleicht heute einem Katastrophengebiet. Auf breiter Flur wälzt sich eine Gerölllawine mitten durch die Siedlungen. Einige Ortsteile werden von den Erd- und Gesteinsmassen regelrecht verschüttet, nachdem sich ein Bach binnen kurzer Zeit in eine Sturzflut verwandelt und talwärts donnert. Da ist oben der Bernbach, den hat es komplett verklaust anscheinend. Das müsste was eingesessen sein. Und dann ist einmal Stillstand gewesen und dann, da ist es durchgebrochen und da ist überschwemmt. Die gestrigen Unwetter kommen blitzschnell. Die Anrainer haben gerade noch Zeit, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Ich bin heimgekommen von Arbeiten, bin auf den Balkon aufgegangen und dann ist das Wetter gekommen. Das war wie erwartet. Und dann, ja, wie soll ich sagen, ein paar Sekunden später nach der Straße sind die Steine runtergekommen und dann ist alles da einer da und sehe selber, was da los ist. Mehr als 30 Häuser werden schwer in Mitleidenschaft gezogen. In manchen Wohnungen steht der Schlamm Meter hoch. Das Wasser und das ganze Gröll ist bei uns unten in der Wohnung drin. Da ist eigentlich alles kaputt. Ist jetzt genau ein Jahr alt, ist alles frisch renoviert. Das war noch nicht einmal fertig eigentlich. Und ja, alles raus und wieder auf Anfang. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht abschätzen. Nachbarn und Feuerwehren helfen zusammen, um langsam Ordnung ins Chaos zu bringen. Unterstützung kommt am Nachmittag auch vom Bundesheer. Die Aufräumarbeiten werden aber sicher noch einige Tage andauern.